Solche Bilder verderben vielen Verbrauchern den Appetit. Die Bedingungen, unter denen die Masse der Nutztiere in Deutschland gehalten wird, finden immer weniger Akzeptanz. Aber mehr Tierwohl ist nur dann zu erreichen, wenn der Staat den Landwirten Planungssicherheit gibt, sagt Volkhard Isermayer, Präsident des Thünen-Instituts, einer Forschungseinrichtung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Die Landwirte werden nur dann in teure Produktionssysteme investieren, wenn sie wissen, sie bekommen eine Unterstützung bei der Investition, Investitionsförderung. Und sie werden auch später, wenn sie dann jährlich teurere Produktionskosten in Kauf nehmen müssen, auch durch eine Tierwohlprämie unterstützt. Mit einer staatlichen Finanzierung ließe sich nach Isermayers Schätzung in einem Zeitraum von 20 Jahren flächendeckend eine Nutztierhaltung auf sehr hohem Tierwohlstandard und mit deutlich besserer Tiergesundheit realisieren. Aber woher soll das Geld kommen? Experten rechnen mit bis zu 5 Milliarden Euro, die jährlich investiert werden müssten, damit es allen Nutztieren in Zukunft grundlegend besser geht. Ein Vorschlag aus der Wissenschaft: den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Fleisch- und Milchprodukte von derzeit 7% auf 19% anzuheben. Dann würden so in der Größenordnung 6 Milliarden Euro zusätzlich in die Staatskasse kommen. Wenn wir dann für die Nutztierstrategie ungefähr 5 Milliarden bräuchten, um Tierwohlprämie und Investitionsförderung zu finanzieren, hätten wir immer noch eine Milliarde über. Und diese Milliarde wäre auch sinnvoll einzusetzen, um die sozial besonders schwachen Haushalte dann zu entlasten. Wäre das eine gute Lösung für Tiere, Landwirte und Verbraucher? Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.